Willkommen zurück zu Fallout 76. Die Beta wird hier getestet. Der erste Tag ist es immer noch bei mir in diesem Video. Der Beta für PC und PS4. Wir haben was gefunden. Aber ich habe keine Zeit zu lesen. Das ist echt blöd. Die ganze Zeit soll man irgendwas lesen. Warte mal, Ratze. Warte mal, ich habe was für dich. Warte mal. Ich habe was. Ich habe nämlich einen zweiten Lederbrustpanzer für dich. Bitteschön. So. Das ist das Angebot. Das habe ich jetzt gemacht. Muss ich noch irgendwas machen? Nö. Ich warte auf Ratze. Warten wir mal noch. Warte immer noch. Irgendwie, glaube ich, hat sie nicht realisiert, dass ich einen Handel aktiviert habe. Ja, irgendwie funktioniert das vielleicht noch nicht so ganz. Dann modifiziere bzw. repariere ich mal meine Klamotten. Ich habe zwar die Lederrüstung an, aber man sieht sie überhaupt nicht. Interessant. Oh, ich kann meinen Pitboy modifizieren. Wie jetzt? Nee, kann ich nicht. Könnte ich aber theoretisch. Naja, wie auch immer. Hallo Leute. Hallo Team. Hallo ihr alle. Ich bin erstaunt, dass noch keiner uns angegriffen hat, ne? Dass alles so friedlich ist hier. Ach, schön. Schöne neue friedliche Welt. Alle lieben sich. Das ist doch toll. Dann gehe ich mal zu dem Questmarker da. Ist der in der Kirche? Ja, ich glaube schon. Moment, schon wieder hier? Oder wo gehe ich denn jetzt hin? Wo führt mich denn der Questmarker jetzt hin? Zu dem Terminal hier? Ach, weil ich Wasserproben vorher gesammelt habe beim letzten Mal. Die kann ich jetzt hier analysieren. Ich verstehe. Schmutzig ernst. Kontaminiert. Hilfe erfordert. Freiwilliger, die Desinfizierung der Ausrüstung erfordert abgekochtes Wasser. Bitte bereitstellen. Händler ist gerade beschäftigt, man muss warten. Es kann immer nur einer handeln. Das finde ich ja mal komisch irgendwie, oder? Irgendwie schon. Nein, 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 ich will hier nicht. Nein, nein, nein. Ausrüstung kontaminiert, Hilfe erfordert. So, ist die 10mm Pistole so kaputt oder brauche ich irgendwelche Skills oder warum kann... Oh, mal cool, ich kann den rumbewegen und anschauen. Cool. Warum kann ich die nicht benutzen? Die erforderliche Stufe. Aha, deswegen kann ich die nicht ausrüsten. Oh, die Axt ist eine gute Nahkampfwaffe. Ich glaube, ich nehme jetzt mal... Doch lieber. Okay. Bringt Schlafen irgendwas? Dann schlafe ich auch. Gute Nacht. Wenn man sich im Bett lange genug ausruht, wird man langsam geheilt. Ruhe dich lang genug aus, um einen Bonuseffekt zu erhalten. Aber Achtung, Matratzen auf dem Boden zeigen kurze Texte an und können nicht gelesen werden. Okay, ich bin wach. Ich bin wach. Ich bin wach. Wo zeigen denn die ganzen Questmarker hin? Das verwirrt mich. Was sind denn das für Questmarker überhaupt? Oh, wir haben Gegenstände als Belohnung bekommen. Ich verstehe ungefähr die Hälfte von dem, was hier gerade passiert, noch nicht so ganz. Ah, kann man hier Holz hacken? Ja, ich habe hier Holz gesammelt. Ich verstehe es aber immer noch nicht so ganz, was ich hier mache. Ich hoffe, das ist okay. Das ist jetzt auch in der Beta, ist man unter Zeitdruck. Da will ich so viel wie möglich spielen, ohne... Aber das ist schon... Ich verstehe es trotzdem nicht. Aber das muss man sich mal alleine in Ruhe anschauen. Also im fertigen Spiel dann.
Das sind wahrscheinlich hier ganz viel, unendlich viel so Fetch-Quests, die man hier machen kann. Ich hoffe, die anderen haben auch die Mission, sonst verstehen die überhaupt nicht, was ich hier mache. Ich verstehe es ja selber nicht. Nutze Holz als Brennstoff, um schmutziges Wasser abzukochen. Okay, genau. Habe ich zwar schon gemacht, aber mache ich jetzt nochmal. Okay, erledigt. Hört ihr den ersten Eintrag des Aufsehers an? Haben wir den nicht schon gehört? Aber ich höre den gerne nochmal, wenn ich ihn finde. Die haben wir doch schon gehört. Ah, hier, Tagebuch. Aufseher, nennen wir diese Dinger Tagebücher. Das ist kein offizielles Logbuch, nur etwas für mich. Das Landwirtschaftszentrum. Einer meiner ersten Jobs bei Vault-Tec. Ich hatte mich ziemlich gefreut, weil ich als Kind immer auf dieser einen Farm gewesen war. Ich weiß noch, dieses eine Jahr beim Herbstfest. Ich bin durch das Maislabyrinth gelaufen, kreuz und quer. Mama und Papa riefen, dass ich es langsam angehen lassen sollte. Auf keinen Fall. Ich schätze, ich wollte immer ganz schnell hoch hinaus. Eine Pfadfinder-Pionierin zu sein, hat nicht gereicht. Ich musste Truppenführerin werden. Eine gute Schülerin zu sein, war zu wenig. Ich musste überall Einsen haben. Mensch, mir fehlt diese Zeit. Einfach nur ein Kind zu sein. Wir drei. Unser einfaches Leben. Unser einfaches Haus. Ob es wohl noch steht. Yeah, cool. Ja, cool. Auch Dr. König ist nett. Guck, alle sind so nett hier. Ich meine Dr. König. Aber was machen wir denn jetzt? Ich habe mir das jetzt angehört und jetzt haben wir, lass das Holoband der Anforderung von, lade das Holoband hoch. Ach, keine Ahnung. Ich geh mal, oder? Will Ratze irgendwo hin, weil dann folge ich einfach Ratze. Okay, wir durchsuchen das hier. Machen wir. Finde ich gut. Ich glaube nämlich, dass ich hier gerade irgendwie bei ganz viel so ewigen Wiederholungsquests gelandet bin. Anstatt, dass wir vielleicht einfach mal ein bisschen weitermachen, oder? Ich muss mal kurz in mein Questbuch schauen. Hauptquest. Melde dich beim Selbstbedienungskiosk. Beim Selbstbedienungskiosk. Und ich mache die anderen Nebenquests mal aus. Ah doch, das ist da hinten. Dann mache ich das jetzt mal. Kurz. Gehen wir mal zum Selbstbedienungskiosk. Ich verstehe das irgendwie nicht ganz. Habe ich diese Paramedic-Uniform, diese Responsor-Uniform, habe ich die jetzt über meiner Lederrüstung und meinem Bolt-Anzug an? Weil irgendwie trage ich die angeblich alle gleichzeitig. Aber man sieht nur den einen. Warte mal, anmelden? Das habe ich doch schon gemacht. Jetzt, was ist denn jetzt los? Wie oft soll ich mich denn noch anmelden hier? Vielleicht ist die verbuggt, die Quest. Um weitere Anweisungen zu erhalten. Ah, jetzt hat's funktioniert. Eins nach dem anderen. Jetzt muss ich da lang. Neue Baupläne für Laborwerkbank und so weiter. Ah, ich verstehe. Ich brauche also überhaupt keinen Skill. Oh, ich bin total am Verdursten. Da sollte ich vielleicht mal... Oh, da ist ein wilder Hund, der da irgendwie auf Schienen durch die Gegend fährt. Oh Gott. Ich glaube, ich habe keine Munition mehr. Der Hund ist gut.
Der Schienenhund. Der Einschienenhund. Mono-Dog. So. Warte mal, was ist denn das da? Ein Opossum. Ein dreiköpfiges Opossum. Ich glaube, die sind gar nicht böse, oder? Irgendwie. Weiß auch nicht. Ich hab's getötet. Wow! Warte mal, ich brauche mal kurz eine Feuerwehraxt. Ich habe doch eine Feuerwehraxt gefunden, die eigentlich besser ist. Die ist zwar nicht mehr so gut intakt, aber eigentlich stark. Aber auch langsam. Ich werde die mal zum Favoriten erklären. Aber gut. Ziemlich viel Kochstellen. Wir sind auch schon wieder hochgelevelt. Das Hochleveln geht aber ganz schön, ne? Oh, oh, was ist denn jetzt? Du hast Stufe 5 erlaubt. Kampf gegen andere Spieler ist aktiviert. Ach so. Darwin hatte recht. Fremde Verbündete. Arbeitet zusammen. Jeglicher Schaden wird ignoriert. Okay, gut zu wissen. Aber interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Aber das heißt, ich bin jetzt auch nicht mehr geschützt. Na gut. Was level ich denn hoch? Eigentlich hätte ich gern mehr Action Boy. Mehr Punkte. Ja. Und die fusionieren wir jetzt. Zum Super Action Boy. Yeah. Cool. Ach so, genau. Trinken wollte ich unbedingt noch was. Ich komme gleich, Ratze. Aber zum Glück kann man sich eh irgendwie ziemlich weit voneinander entfernen, ohne dass es Probleme gibt. Im Essen können wir eigentlich auch ein bisschen was. Okay. Ach so, stimmt, da drin ist irgendwie ein Questgegenstand, ne? Da war ich schon zu voreilig. Aber da war ich doch schon. Ah, so kann ich auch auf den Terminal zugreifen. Okay, ich werde das jetzt mal nicht lesen, weil... Ah, dafür kriegen wir Rezepte, oder? Jetzt brauchen wir Holz wieder. Das finde ich ganz cool gelöst, dass zwar nur einer am Computer kann, aber die anderen können über den Terminal auch zugreifen. Ach ja, aber wie gesagt, dadurch, dass ständig andere Spieler da sind, muss man da schon... Also da habe ich schon ein bisschen Angst auch. Da müssen wir echt versuchen, dass wir einen Landsquid Birdrider Community Server zusammenkriegen, wo es sowas nicht gibt wie feige Leute, während die gerade was lesen, kaputt machen und so. Brahmin-Leder und Brahmin-Fleisch, wir sind hier noch so voll im Tutorial drin, es ist der Wahnsinn. Hä? Ich hab doch das schon genommen. Ah. Brate ein Ribeye-Steak. Finde ein Stück Brahmin-Fleisch. Ich verstehe es nicht. Ja, ja. Ist ja schon gut. Hi. Ja, schauen wir mal. Herstellen. Fleisch. Nee, irgendwie nicht. Ich habe kein Brahmin-Fleisch gefunden. Ich habe zwar viel, aber kein Brahmin-Fleisch. Ich befürchte, ich muss einen Brahmin umbringen. Das tut mir jetzt echt leid, Brahmin, aber ich glaube, das muss ich machen. Ich weiß nicht, wo ich sonst einen Brahmin-Steak herkriege. Leb wohl, Brahmin. Es tut mir so leid. Na super. Ah doch, Brahmin Fleisch. Ganz genau, stimmt schon. Ja gut. Hilft nix. Und jetzt kann ich ein, doch hier, Ribeye Steak herstellen. Gut. Dann ist die Quest auch abgeschlossen.
dann hätten wir das auch. Moment, warum ist mein Questmarker schon wieder... Melde dich beim Selbstbedienungskiosk. Nein, ich will nicht mehr zum Selbstbedienungskiosk. Können wir mal was anderes machen? Wie Selbstbedienungskiosk. Aber das ist echt die Hauptquest. Naja, okay. Wenn das so ist. Dann machen wir hier mal eine Quest nach der anderen scheinbar. Billard Kö. Den hat der Ratze, glaube ich, auch gerade in der Hand, ne? Oh, den habe ich ganz vergessen, den Raider. Training abschließen. Ah, wir haben unser Training abgeschlossen. Wir sind jetzt Responder. Cool. Aber echt, finde ich auch. Wir hauen ja alles kurz und klein. So. Jetzt nehmen wir Kontakt zu den Respondern auf. Anmeldung. Freiwilliger. Notfallresponder Hauptquartier kontaktieren. Dringende Mitteilung. Eine große Meute von Verbrannten hat den Bewegung in Richtung der Hauptbasis am Flughafen unterwegs. Verbindung abgebrochen. Untersucht den Flughafen. So, jetzt wird's schon spannender, ne? Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Hallo Staffi. Dann untersuchen wir mal den Flughafen. Aber ich folge mal Ratze. Ich koche auch mal noch ein bisschen. Warum denn nicht? Ich mache mal Mutterbeerensaft. Und Tattoo-Saft. Klingt auch köstlich. Und Hirnpilzsuppe machen wir auch. Erhöht sogar die Intelligenz kurzzeitig. Schlammbohnensuppe, köstlich. Okay. Dann untersuchen wir mal den Flughafen, oder? Hä? Was? Hä? 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 Ich versteh's nicht. Was ist? Wen soll ich einladen? Dr. König? Oder wen? Wartet mal. Ich muss kurz meine Verwirrung zum Ausdruck bringen. Und jetzt? Hat wer eine Idee? Okay. Okay. Gehen wir doch mal Richtung Flughafen. Oder habt ihr noch andere Quests? Ich weiß es ja nicht. Aber wir könnten uns mal jetzt vorwagen in die weite Welt da draußen. Finde ich. Oder? Ratze ist dabei. Cool. Dann machen wir das. Ich weiß jetzt leider nicht, tut mir leid, liebe Patreons und Zuschauer und Mitspieler. Ich weiß vielleicht euren PS4-Namen ganz einfach nicht. Das müssen wir dann auf Discord vielleicht nochmal klären. Falls jetzt Dr. König oder irgendjemand von euch ist, dann tut es mir leid. Aber könnten die anderen nicht auch Leute in die Gruppe einladen? Es würde mich ja fast wundern, wenn nicht, oder? Ist das Holz, das man mitnehmen kann? Ja. Hä? Was?
am Wettrennen. Wer als erster bei dem Schild ist, der ist, es hat eine Glatze. Ja, ich habe eine Glatze. Habe ich doch gewusst. Ich wollte nur helfen. Ist schon okay. Gehen wir weiter. Die Laufanimation sieht ein bisschen komisch aus. Vorne bei Mike der Burner sieht man's. Was ist denn das? Fleischhaufen. Lecker, lecker. Nein! Ein Redhirsch, Jährling. Ein Baby-Redhirsch. Wie grausam. Das Ödland ist einfach grausam und schlecht. Aber wir kommen jetzt gleich zurück zu dieser kleinen Behelfsbasis. Das finde ich ganz cool. Da will ich mal hin. Da will ich mal bleiben. Da können wir noch mal kurz ein bisschen Inventar managen und so. Die müsste doch hier gleich irgendwo sein, oder? Oder täusche ich mich da? Hallo? Ah, da hinten. Yippee! Cool. Da können wir jetzt echt mal noch ein bisschen uns hier umschauen. Genau, das ist meine Versteckkiste. Hä, aber dass ich hier nur so wenig lagern kann, finde ich irgendwie ein bisschen bescheuert. Na gut, 400 ist nicht wenig, aber ich finde es trotzdem ein bisschen bescheuert. So, schauen wir mal, ob wir die Axt zum Beispiel reparieren, modifizieren können. Und mir macht es ein bisschen Angst, dass das hier dauernd passiert, aber okay. Kann das sein, dass hier gerade gekämpft wird? Ich sollte mal kurz schauen, was hier los ist. Oh. So. Blöde Blähfliege. Ich höre noch mehr. Oh Gott, Mike der Burner hat ein Blähfliegenproblem. Ich komme. So. Den haben wir es gezeigt, würde ich sagen. Yeah. Team Land Squid. Awesome. Oh, da wollte ich hin. Dann gehe ich da hin. Oh nein, was passiert denn jetzt? Oh, ich hatte gerade einen Bildausfall, aber ich glaube, es funktioniert noch alles, oder? So, Leute, wir machen jetzt hier mal kurz Schluss und morgen modifizieren wir mal die Lederrüstung oder so. Ciao, macht's gut.